Immer mehr Betriebe unterstützen die Bekämpfung der Pandemie. Sie bieten neben der Möglichkeit, getestet zu werden, auch das Impfen gegen das Coronavirus an. So macht das auch die Firma Knehr Fenster und Türen in Westerheim im Alb-Donau-Kreis. Hans-Jürgen Aigner ist kaufmännischer Leiter der Knehr Südfenstergruppe und Betriebsleiter am Standort Westerheim und bei mir am Telefon. Herr Aigner, ein Corona-Schnelltestzentrum, das betreiben Sie schon länger. Seit wann machen Sie das denn und wie wird es angenommen? Also wir machen das seit dem 6. April, haben wir begonnen, unsere Mitarbeiter ein Testangebot zur Verfügung zu stellen, in Zusammenarbeit mit dem Corona-Schnelltestzentrum Alb vom Herrn Peter Bischof, und haben die Tests dann von wöchentlich auf zweiwöchentlich ausgedehnt. Und wie wird das angenommen unter Ihren Mitarbeitern? Ziemlich gut wahrscheinlich. Ja, wir haben eine sehr hohe Beteiligungsquote, die teilweise zwischen 90% und 95% liegt. Jetzt haben Sie zusätzlich noch ein Impfangebot geschaffen. Wer wird denn da geimpft und wie wird das angenommen? Also wir haben das gemacht, weil die Frage von den Mitarbeitern kamen einfach vermehrt. Im Zuge der Testung kam auch die Frage, ob es die Möglichkeit bestünde, sich impfen zu lassen. Das haben wir dann geprüft, auch zusammen wieder mit dem Corona-Schnelltestzentrum. Haben dann die Bereitschaft zum Impfen mit dem Impfstoff AstraZeneca abgefragt, hat eine sehr gute Resonanz von fast 70 Mitarbeitern hier am Standort, also das entspricht fast 40%, und haben dann, nachdem man die Resonanz hatte, noch abgefragt, wer dann letztendlich wirklich machen will, und da sind über 50 Mitarbeiter übrig geblieben, und dann haben wir das auch relativ zeitnah, innerhalb von 3 Tagen, in die Tat umgesetzt. Und Sie haben das alles ja auch eigenständig organisiert mit einem großen Aufwand, hört man da so ein bisschen raus. Warum ist Ihnen das denn so wichtig? Zum einen natürlich gerade um die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Wir waren ein Unternehmen, das jetzt von der Corona-Pandemie nicht direkt betroffen war. Der Erfolg von unserem Unternehmen ist, dafür brauchen wir unsere Mitarbeiter, wir brauchen gesunde Mitarbeiter, wir brauchen zufriedene Mitarbeiter. Das war für uns eigentlich der Grund zu sagen, wir müssen testen und dem Wunsch der Mitarbeiter dann auch nachzukommen, diese Impfung anzubieten, um einfach, dass wir dort in der Zukunft einfach durchstarten können. Die Mitarbeiter, das sind unser größtes Kapital. Wenn der Mitarbeiter in seinem sozialen Umfeld, sprich in der Familie und im Bekanntenkreis, sich entsprechend bewegen kann und seine gewohnte Freiheit genießen kann, kommt er natürlich auch mit einer anderen Motivation zur Arbeit. Und dann passt, ich sag mal, auch das seelische Gleichgewicht wieder ein bisschen. Und das ist ja das, was uns alle so ein bisschen momentan fehlt. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir eigentlich das geschafft, was wir wollten. Ein klassischer Fall von Schwaben hält zusammen, oder? Könnte man so sagen. Vielen Dank, Hans-Jürgen Aigner, Betriebsleiter von Knehr Fenster und Türen in Westerheim. Ich bedanke mich. Ich bin Paolo Percoco. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.